Heute sprechen wir über den FuelLab QSST. Was das ist, was es kann, warum es so geil ist, kommt jetzt. QSST kann man googeln, kommt man auf irgendwas mit einer quälenden Schmerztherapie, irgendwas. In dem Fall steht das für Quick Service Search Tank. Das heißt, ein Search Tank ist ein Zwischenspeichertank. Man kennt ihn als Fuel Tank oder wie auch immer man das bezeichnen will. Hat die Funktion, ist ein eigenes Thema, aber hat die Funktion, dass wenn das Fahrzeug sich bewegt beim Driften, bei Kurvenlagen in der Rundstrecke, beim Beschleunigen, beim Geradeausfahren und so weiter und so fort, dass man einen kleinen Bereich von Kraftstoff hat, wo eine Pumpe drin hängt und egal wie die Bewegungen sind, da ist immer Kraftstoff zum Durchziehen von der Pumpe oder zum Ansaugen von der Pumpe. Während ich den großen Fahrzeugtank, wenn ich den auf der Größe habe, meistens nur so hoch ungefähr, dass natürlich gerne mal in irgendeine Richtung schwappen kann und dann schwappt es von der Pumpe weg und kann dafür sorgen, dass ich in der Kurvenfahrt oder in gewissen Situationen einfach gar keinen Kraftstoff mehr verfügbar habe. Dafür gibt es dann so Schaumkissen und so weiter und so fort, kommen wir alles gar nicht drauf hin, sondern wir reden von diesem schönen Produkt. Und diese Search Tanks, die gibt es sozusagen oder so nach dieser Norm hier, das ist so ein Bolt-Pattern, was in Race-Tanks eingesetzt wird, das heißt für nochmal eine Tankzelle. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, das kommt hier in so einen großen Kasten rein. Die, die im Motorsport unterwegs sind, die haben das vielleicht schon oder kennen das an sich, nur dass man es nochmal erklärt. Das ist ein universeller Tank, der ist dann vielleicht die Größe und da setzt man das Ding ein. Ist eine schönere Variante als ich habe den Fahrzeugtank, habe eine Leitung, gehe in diesen Tank rein und gehe dann weiter. Insofern ist es so eine All-in-One, schöne kombinierte Lösung und gibt es mittlerweile von relativ vielen Herstellern, weil doch viele gerade im Renneinsatz auf diese Extra-Tanks gehen. Früher war das nicht so populär, jetzt mittlerweile sieht man das eigentlich so an jeder Ecke. Radium macht das und einige andere Hersteller machen das auch. Die bieten alle diesen Standard-Pattern hier an oder diesen Standard-Lochbohrungen. So, was hat jetzt FuelLab hier anders gemacht als die anderen Hersteller? Unabhängig davon, dass es Gold ist, und Gold ist natürlich wertstabil, gibt es auch in Titan, Titan ist auch wertstabil, wie man es nimmt. Nein, FuelLab hat hier einen ganz interessanten Punkt angewandt. Und zwar ist es bei den meisten Sachen so, wenn man irgendwie mal da ran muss, an die Pumpe ran muss oder an den Filter hier unten oder irgendwas machen möchte, muss man dieses ganze System rausnehmen. So haben es bei den anderen Herstellern konzipiert. FuelLab hat sich hier ein bisschen Gedanken gemacht und hat gesagt, nein, wir wollen ja nur an die Pumpe ran. Das heißt, wir lösen nur diese Schrauben von dem Pumpenkorb in dem Sinne und können hier den kompletten Pumpenkorb rausnehmen und können jetzt um die Spritpumpe, um den Filter oder irgendwas kümmern und können das Ganze wieder einsetzen, ohne das ganze System auszubauen. Weil das System hat natürlich hier vorgefertigte Anschlüsse, einmal für die Entlüftung, zusätzlich für die Elektronikanschlüsse. Hier ist der Zulauf für den Kraftstoff mit diesem wunderschönen, ich nenne ihn mal Gartenschlauch. Naja, dazu gibt es dann auch entsprechende Filler Caps, also sprich den Tankstutzen. Aber hier ist der Zulauf für das Ganze. Hier kommt der Sensor rein. Das ist das schöne Ding hier für den Fuel Tank. Entschuldigung, dass ich jetzt zwischen den Begriffen so ein bisschen wechsle mit dem Englischen und Deutschen, aber es ist effektiv der Tankgeber zu Deutsch. Und damit man das nicht alles wieder ausbauen muss und dieses ganze Konstrukt ausbauen muss mit allen Schläuchen, allen Kabeln und so weiter und so fort, kann man hier wunderbar rangehen. Grundsätzlich ist die Einheit selber hier, dieser Tank, der hier drin sitzt, den gibt es auch separat bei FuelLab. Das heißt, man kann es auch für Varianten kaufen, wo es nicht an diesem Pattern-Lochbohrungsvorsatzform, wie auch immer man es ausdrücken möchte, notwendig ist oder für die Leute, die das separat fahren wollen. Und das ist auch wieder hier typisch FuelLab aus einem Guss gefräst, möglichst wenig Teile zum Zusammenschrauben, möglichst wenig Einzelteile, möglichst viel solide gebaut und auch vernünftig verarbeitet. Wir haben uns hier gerade die Sachen ausgepackt. Die Haptik von dem Zeug ist wirklich genial. Also und da merkt man halt auch die Qualität, die dahinter steckt, wie die Sachen hier zu Schrauben bewegen sind, wie sie sich anfühlen. Also wer das auspackt und sich einfach anfasst, das ist einfach schön. FuelLab selbst stellt alles in den USA her. Die fräsen das Zeug auch in den USA, die finishen das in den USA. Nichts gegen asiatische Fertigung. Da gibt es auch gute Sachen, keine Frage. Apple macht es uns vor. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist doch schon, man merkt schon, dass die Qualitätskontrolle und die ganze Fertigung an einem Ort liegt. Insofern, ja, ein super Produkt. Falls euch irgendwelche Fragen einfallen, wenn ihr irgendwas dazu wissen wollt, wenn ihr irgendwie weiter beraten werden möchtet, wir sind für euch da.
Und an der Stelle danke ich dann erstmal fürs Zuschauen. Ja, ich freue mich natürlich über ein Like fürs Video und wenn ihr unseren Kanal abonniert und dafür sorgt, dass wir auch weitere Videos machen, weil sonst haben wir keinen Bock mehr.